Ticket nach Paris, bitte. Ausreisevisum. Ausreisevisum? Kein Ausreisevisum, keine Fahrkarte. Psst. Finde Dimitri, er kann helfen. Wo kann ich ihn finden? In dem alten Palast. Aber du hast es nicht von mir gehört. Oh. Geh, Dimitri. Schön, das ist sehr schön. Also gut, danke schön. Die nächste bitte. Großmama, ich bin's, Anastasia. Oh Mann. Das wär's, Dimitri. Das Spiel ist aus. Unsere letzte Kopeke ist draufgegangen für dieses virenverseuchte Theater. Und wir haben immer noch kein Mädchen, das wir als Anastasia ausgeben können. Wir werden sie finden, Vlad. Sie ist hier irgendwo, direkt vor unserer Nase. Vergiss nicht, ein Blick auf das Schmuckkästchen und die Großfürstin wird denken, wir hätten ihr die richtige Anastasia gebracht. Und bevor sie uns durchschaut, verprassen wir schon die 10 Millionen Rubel. Aber da lebt niemand mehr, aber ach, gehen Sie doch. Puka, wo bist du? Hast du was gehört? Nein. Hallo? Ist jemand zu Hause? Dieser Ort ist wie eine Erinnerung aus einem Traum. Hey! Was machst du denn hier? Hey! Hey! Halt! Moment mal! Warte doch! Also, wie kommst du hier rein? Entschuldige, mein Kind, ich... Vlad, siehst du, was ich sehe? Nein. Oh, ja! Ja! Bist du Dimitri? Süß. Vielleicht. Kommt ganz drauf an, wer nach ihm fragt. Mein Name ist Anya. Ich brauche Reisepapiere. Man sagt, du seist der Mann dafür, auch wenn ich nicht verraten darf, wer das gesagt hat. Und was? Hey, warum umkreist du mich so? Bist du in deinem früheren Leben mal ein Geier gewesen? Tut mir leid, Alia. Ich heiße Anya. Anya. Es ist nur so, dass du jemandem sehr ähnlich siehst. Na was soll's. Du sagtest etwas über Reisepapiere. Ja, ich möchte nach Paris fahren. Du möchtest nach Paris?